Hallo ihr Lieben, heute machen wir mal aus dem rosa Backbuch, also von dem rosa Chip, das Weizenmischbrot. Dafür ist der Chip natürlich am Gerät, Menü, Rezepte von A bis Z, weil ich ja weiß, was ich möchte. Gehe ich auf das W und dann Weizenmischbrot. Weizenmischbrot Graubrot steht da jetzt Start. Wir brauchen dafür 450 Gramm Mehl Typ 405 und etwas mehr zum Bemehlen, 300 Gramm Roggenmehl Typ 1150, ein Paket Sauerteig flüssig 75 Gramm zum Beispiel von Seitenbacher, einen halben Würfel Hefe 20 Gramm, 3 Teelöffel Salz, 500 Gramm Wasser, 15 Gramm Apfelessig. Jetzt steht hier noch zusätzliches nützliches Zubehör, Backblech, Backpapier, Kuchengitter, Backofen und das Gärkörbchen. Ich habe so ein Gärkörbchen nicht, bei mir kann das in einer Schüssel gehen. Dieses Gärkörbchen ist ja meistens nur, um diesen Effekt des guten Aussehens zu machen. So, wir fangen jetzt mal an. Wir nehmen 450 Gramm Mehl 405, weiter, 300 Gramm Roggenmehl Typ L50, dann gehen wir auf weiter. Ein Päckchen Sauerteig. Ich habe auch den von Seitenbacher. So, das haben wir jetzt schön ausgequetscht. 70 Gramm sind rausgekommen. Auf weiter. Einen halben Würfel Hefe. Rühren wir da rein. Weiter. 3 Teelöffel Salz. Ich nehme schwach gehäufte. Wir mögen das nicht so salzig. 500 Gramm Wasser. Weiter. 15 Gramm Apfelessig. Weiter. Jetzt setzen wir den Deckel drauf. Und kneten den jetzt 2,5 Minuten. So, der hat fertig geknetet. Jetzt steht da Teig aus dem Mixtopf nehmen und auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche mit bemehlten Händen rund formen. Teig in das Gärkörbchen legen und abgedeckt eine Stunde gehen lassen. In dieser Zeit den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Da ich das in einer Kastenform mache, kippe ich den Teig da gleich rein und lasse den eine Stunde gehen. Das ist der Teig und den werde ich jetzt hier in die Form tun. So, das lassen wir jetzt eine Stunde zugedeckt gehen. Ich bemehle das noch ein klein wenig. Ich habe jetzt das Weizenmischbrot eine Stunde gehen lassen. Ihr seht, das ist deutlich höher geworden. Und der Backofen wird jetzt auf 220 Grad vorgeheizt. Man soll das ja auf dem Backblech mit Backpapier belegen. Ich habe das ja in der Form. Aus der Form kippen, wenn ihr ein Gärkörbchen habt, und dann auf das Backblech stürzen. Und dann soll das Brot 35 Minuten bei 220 Grad backen, auf ein Kuchengitter geben und abkühlen lassen. Ich mache jetzt erstmal 35 Minuten 220 Grad. 35 Minuten sind jetzt um mit dem Brot. Ich werde das jetzt aus dem Backofen holen und mal schauen, wie das jetzt ist. Aussehen tut es sehr gut. Anhören tut sich das auch gut. Mal sehen, ob das jetzt so aus der Backform kommt. Nee, muss ich einen Augenblick auskühlen lassen. Und dann schaue ich mal, ob der noch kurz rein muss, wegen der da unten noch. Hier hört er sich sehr gut an. Schauen mal, ob das rausgeht jetzt. Jo. Sehr schön. Nein, das ist durch. Das hört man am hohen Klang. So, wir schauen jetzt mal, wie der Anschnitt aussieht. Jetzt
da das noch nicht ganz ausgekühlt ist, sieht das so aus. Schmeckt das gut? Schauen wir mal, wie das nachher aussieht.